Immobilien, Städte, Menschen. Der ULI Germany Podcast mit Gestaltern der gebauten Umwelt, Machern der Immobilienbranche und Persönlichkeiten, die unsere Städte prägen. Herzlich willkommen zum ULI Germany Podcast. Mein Name ist Stefanie Baden und mir sitzt heute gegenüber Dr. Andreas Muster, seit 1. Februar Vorstand der Zech Group und Vorstand der DIH AG. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Stefanie, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Andreas, wie war der erste Monat im neuen Job? Großartig. Nee, es war schön, wenn du das, was du erwartest, auch vorfindest oder eher noch positiv überrascht wirst. Für mich die schönste Erkenntnis war, wie viele kluge Unternehmer um mich rum sind. Jeder weiß ganz genau, was er tut. Jeder ist absoluter Profi und das auch schon ganz lange. Wir haben tolle Gespräche geführt. Ich bin aber auch sehr offen empfangen worden, mit offenen Armen empfangen worden. Es ist wie eine Familie. Ich bin noch nie in einem Familienunternehmen gewesen, aber es scheint wirklich so zu sein, dass jeder Mitarbeiter eines Familienunternehmens sich auch dieser Familie irgendwie zugehörig fühlt. Und ich mag dieses Gefühl sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr verbindendes Element da. Das ist diese Familie. Wenn man jetzt in einer börsennotierten Gesellschaft arbeitet, dann gibt es ja diesen Familienunternehmer nicht mehr. Da gibt es ja nicht diese eine Person. Und hier ist es schon anders. Und ja, es ist eine tolle Erfahrung, mal in so einer Firma arbeiten zu dürfen. Und ich hoffe, es geht so weiter. Mhm. Du sprichst über diese eine Person und Familienunternehmen. Man sagt ja, Kurt Zech sei unter anderem deshalb so erfolgreich, weil er es wie kaum ein anderer versteht, die GeschäftsführerInnen seiner Töchter, profan ausgedrückt, machen zu lassen. Ist das so? Und wenn es so einfach ist, was sagt das über Leadership aus? Ich finde, die haben das perfekt organisiert. Ich glaube, alle Beteiligten würden sagen, die Dinge, die nicht so viel Spaß bringen, die sind ausgelagert auf die Zech-Management. Angefangen vom Rechnungswesen, aber auch IT, Fuhrparkmanagement, Personaladministration, so alle diese Dinge, die Zeitkosten, Prozesse sind, die aber keinen echten unternehmerischen Mehrwert schaffen, die werden zentral gemacht und zwar für alle diese Gesellschaften und so wie ich es verstehe, sind auch alle damit zufrieden. Auf der anderen Seite aber alles das, was dem Unternehmer sozusagen unterliegen oder obliegen sollte, was in der Verantwortung des Unternehmers sein sollte, um bei seinen Kunden das bestmögliche Produkt anzubieten, das bestmögliche Geschäft mit denen machen zu können, die bestmögliche unternehmerische Freiheit zu haben, das ist in diesen Gesellschaften jeweils drin. Und ja, ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Er sagt, und das kann ich jetzt auch bestätigen, dass er bei der Auswahl der Geschäftsführer oder seiner Geschäftspartner sehr, sehr sorgfältig ist. Und da hat er, glaube ich, auch ein Gespür, wie kaum jemand anderes, Menschen in den Kopf zu gucken, aber auch so die Haltung, passen die kulturell in unser Unternehmen. Und dann lässt er aber auch ab. Jeder hat sein volles Vertrauen, bis er es vielleicht mal verspielt. Das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen, aber ganz sicher wird solche Fälle auch mal gegeben haben. Aber solange er den Menschen vertraut, solange lässt er denen auch die unternehmerische Freiheit, die sie haben wollen. Sehr klug. Andreas, Sneaker zum Anzug, kommt das gut an in Bremen? Also ich bin überrascht. Ich bin auch jetzt schon ein paar Mal in Sitzung gewesen mit dem Kurt Zech, wo er auch eine Jeans anhatte. Der Sneaker ist ja jetzt kein Selbstzweck gewesen, sondern irgendwann hatten wir das Gefühl, wir sind so viel auf Reisen und es wäre irgendwie schön, auch mal bequemere Schuhe zu haben und auch so ein verbindendes Element für uns alle. Und es war aber irgendwie in der Commerzreal dann auch Ausfluss unserer Lebensfreude, die wir hatten. Das passte da einfach perfekt. Und ich sag mal jetzt in Bremen, das ist natürlich schon eine andere Unternehmenskultur. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Familienunternehmen. Die haben auch eine ganz andere Fluktuation zum Beispiel. Also das Gefühl, dass die Menschen schon sagen, wenn ich einmal bei Zech bin, dann bleibe ich sozusagen auch immer bei Zech oder gerade auch bei Bremen. Ich würde vermuten, dass Zech mit der attraktivste Arbeitgeber in Bremen ist. Das heißt, wenn man einmal das Glück hat, zur Zech-Gruppe zu gehören, dann bleibt man da auch. Und ich denke, das ist jetzt ein Prozess, der ganz normal ist bei Familienunternehmen, die sukzessive Verjüngung. Und ich habe den einen oder anderen mit dem Turnschuh auch schon gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass es keine Turnschuhe in Bremen gibt. Andreas, jetzt hast du dich geoutet. Turnschuhe. Ja, als Sneaker, ist okay. Die Kinder der 80er, 90er hatten wir noch Turnschuhe. Nee, Sneaker ist das recht.
So, wir haben jetzt Ende Februar 2021. Letztes Jahr um die Zeit waren wir alle noch beim Immobilienmanager Award in Köln. Ich erinnere mich ganz gut, es war nämlich der 27. Februar und wir waren nominiert für unseren Podcast. Ich erinnere mich auch sehr gut, weil es war der Geburtstag meiner Frau. Und du warst aber trotzdem da. Wir waren beide da. Ah, ja. Es war ein toller Abend. Auf jeden Fall, es war Ende Februar und wir waren alle zu Hunderten in dieser tollen Halle im Dock Wonder in Köln. Dazwischen liegt jetzt nun ein Jahr Pandemie. Und gefühlt alle Akteure unserer Branche haben sich in jedwedem Format über alle erdenklichen Aspekte Corona-related gesprochen und ausgetauscht. Wie geht's dir? Bist du langsam müde, permanent in die Glaskugel zu gucken, um darin zu sehen, wie wir wohl alle zukünftig leben und arbeiten und sich dementsprechend die Märkte entwickeln werden? Oder ist die Pandemie doch so beherrschend, dass kaum ein anderes Thema Platz hat? Also ich sag mal, zunächst ist meine Hauptsorge, dass wir irgendwann ein Leben mit Corona haben, aber auch ein Leben ohne Restaurants, ohne Einzelhandel und auch ohne viele Hotels, weil die Perspektive für viele Unternehmer immer noch so diffus ist, dass viele von denen jetzt sagen, das hat wahrscheinlich einfach keinen Zweck mehr. Und es ist ja schon in den meisten Fällen so, dass die privates Geld nachlegen müssen, um ihre Unternehmen zu retten. Und irgendwann haben die ihre Altersvorsorge aufgefressen. Und wenn dann die Perspektive ist, ich kann mein Hotel weiterhin auch nur zu 50% auslasten, dann bin ich eigentlich immer noch nicht profitabel, weil Auslastungen müssen über 60, am besten über 70 sein, um schon mal ein bisschen was zu verdienen. Für Restaurants gilt das Gleiche. Den Restaurants hilft es jetzt auch nicht, wenn die nur draußen ein bisschen was verkaufen dürfen, sondern die haben ja einen ganz anderen Kostenapparat, der eigentlich auf die Anzahl der Tische und Stühle ausgelegt ist. Deshalb bin ich inzwischen erstmal so, dass ich sage, wir haben eine Verantwortung natürlich den Älteren und den Schwächeren gegenüber und die Gesundheit ist das höchste Gut, aber auch eine prekäre wirtschaftliche Lage kann erheblich auf die Gesundheit schlagen und ist auch eine große Gefahr für unsere gesamte Gemeinschaft. Und so diese, das typisch deutsche Gleichmachen, das nervt mich inzwischen. So dieses Gefühl, weil der Friseur nicht aufmachen soll, darf der Kosmetiker auch nicht aufmachen oder darf dies und jenes. Es ist ja völlig undifferenziert und es hat sich auch bis heute noch niemand mit einer überzeugenden Antwort auf die Frage gemeldet, woher kommt die Verbreitung eigentlich? Aus Restaurants kommt es aus meiner Sicht nicht. Vom Friseur habe ich es auch noch nicht gehört. Wir haben alle diese Bögen ausgefüllt. Da ist nie irgendwas rausgekommen. Vielleicht ist es Geld, vielleicht ist es Wasser, vielleicht ist es keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre tatsächlich mal wichtig. Man spricht ja gerne von Situation, Complication, Solution und die Situation haben wir noch nicht mal richtig erfasst. Wir wissen aber vor allen Dingen auch nicht, woher es jetzt tatsächlich kommt und deshalb finde ich, sind die Lösungen einfach total unbefriedigend. Und das nervt mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, finde ich, da machen sich's inzwischen auch alle sehr, sehr leicht und das immer auf dem Rücken dann am Ende unserer Mieter, muss man ja auch sagen. Wir sind natürlich als Unternehmen auch betroffen, weil jetzt in Immobilien, wir sind praktisch mit allen betroffen. Das Wohnen ist jetzt das Einzige, was sozusagen noch halbwegs gut funktioniert, aber alle anderen sind jedenfalls massiv beeinträchtigt. Und ja, jetzt Glaskugel, ich bin mir sicher, dass wir mit dem Virus leben müssen. Das wird, glaube ich, wie eine Grippe immer so sein. Wir werden uns impfen lassen und hoffen, dass die Impfung so lange wie möglich hält. Ich verstehe nicht, warum wir mit den Schnelltests nicht vorankommen. In den USA werden alle getestet. Das ist ganz normal. Wir haben Freunde da, die gehen in den Supermarkt, da kann man sich testen lassen. In den Unternehmen gibt's Tests und so. Nur bei uns ist das mal wieder nicht möglich. Wir verlieren irgendwie jeden Monat 10 Milliarden, aber sind zu geizig, um ein paar Schnelltests zu kaufen. So, also sorry für die lange Antwort, aber ich bin auch so ein bisschen abgearbeitet jetzt, was die Corona-Geschichte angeht. Und jetzt sind heute die Zahlen schon wieder gestiegen. Jetzt möglicherweise sind wir wirklich schon wieder auf dem Weg in die dritte Welle und wir haben immer noch keine, ich weiß nicht, jetzt haben wir irgendwie 2,5% geimpft und das fühlt sich jetzt im Moment nicht gut an. Ich stimme dir zu in dem Thema, wie differenziert geht man an. Also es gibt keine Strategie und es gibt eben nur schwarz oder weiß, auf oder zu. Thema Kultur, ich sehe überhaupt keinen Grund, die Museen nicht lang geöffnet zu haben. Also wo kann man es so wunderbar koordinieren, Menschen einzulassen in einer bestimmten Zahl mit einem bestimmten Abstand und der gemeine Museumsbesucher ist jetzt auch nicht so krawallig, dass er sich da nicht dran hält. Ich bin auch davon überzeugt, dass viele Branchen wunderbare Konzepte
haben. Und diese Gleichmacherei, du bringst es absolut auf den Punkt. Ja, das ist die Angst davor, wenn wir denen das jetzt erlauben, stehen uns die anderen wirklich auf dem Kopf. Natürlich ist das eine extrem schwierige Situation für die Politik, aber ich bin sehr frustriert, genau über das, was du gesagt hast. Und also ich habe mir jetzt auch Schnelltests bestellt, jetzt erst, um vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassene und geprüfte, weil ich es auch meinen Kindern mit 17 und 20 einfach nicht mehr zumuten kann, zu sagen, du triffst dich mit niemandem mehr. Und das haben die wirklich durchgehalten, 17 und 20 Jahre alt. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wenn du dich mit einer Freundin triffst oder jetzt zwei draußen, dann machst du eben einen Test, mein Älterer, bevor du nach Hause kommst, jetzt morgen, und dann gucken wir, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen, weil das einfach schwerst zumutbar ist für die jungen Menschen. Und das sind für mich auch neben den wirtschaftlichen Aspekten die besonders Leidtragenden in dieser absolut. Krise. Kinder und Jugendliche. Ja, mein älterer Sohn wird jetzt 16, hat seit Ende Oktober kein Fußballtraining mehr gehabt, gar nichts. Das ist ja schon auch, das ist eigentlich deren Leben. Und im Prinzip haben wir unseren Kindern, aber auch unseren Eltern, ich habe meine Eltern seit Februar letzten Jahres nicht mehr gesehen. Das ist ein ganzes Jahr. Es ist einfach schon auch enorm, was wir diesen Gruppen antun. Und da wird es langsam Zeit, nach vorne zu denken und zu sehen, dass wir in eine Lage kommen, wo wir natürlich die Gesundheit schützen, aber wo wir auch das Sozialleben wieder beginnen lassen. Ja, das sehe ich auch. Und auch von ökonomisch betrachtet, du sagtest es jetzt, also ich habe mal gehört, das sind 4 Milliarden pro Woche, was es kostet, was die Pandemie dieses Land kostet, und dass man nicht wirklich alles Geld in die Hand nimmt, um dann zu sagen, es müssen diese Schnelltests müssen her. Und wenn es eine Fehlerquote gibt, aber die Fälle, die man erfasst und das, was man damit dann ermöglicht, das ist, steht in keinem Verhältnis. Andreas, ein anderes Thema, und ich will sagen, eines, das über allem schwebt, ist der Klimawandel, was im Zuge des unbedingten Aufhaltens seiner Fortschreitung auf uns zukommt. Neben dem internationalen ESG-Thema arbeitet die Bundesregierung nun auch am Lieferkettengesetz, Herr Dr. Juhr, der du ja bist. Ne? Was fällt dir dazu ein, beziehungsweise inwieweit siehst du die Immobilienbranche betroffen? Also ich habe große Schwierigkeiten mit globalen Themen, wenn sie national geregelt werden. Und so wie ich es verstehe, ist das Lieferkettengesetz ja im Moment auch eher eine nationale Angelegenheit, die sich die Große Koalition irgendwie in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Ich finde grundsätzlich das zu 100% unterstützenswert, was das Ziel des Gesetzes ist. Andererseits, wir sehen das zum Beispiel auch in der Energiepolitik, dass wir in Deutschland vorlaufen, und dann führt es erstmal zu erheblichen Nachteilen für unsere nationale Wirtschaft, und die anderen machen weiter wie bisher. Und da wir einen globalen Handel haben, finde ich, muss man auch ein globales Lieferkettengesetz haben, eine globale Regelung, um sicherzustellen, dass es auch alle betrifft und dass es nicht der eine macht und der andere nicht macht. Und wenigstens jetzt auf EU-Ebene, würde ich sagen, wäre es ja schon mal ein Vorteil, aber auch da ist es aktuell ja im Moment noch nicht. Also ich habe gelesen, dass jetzt die EU-Kommission sich auch an einen Entwurf macht oder an eine Regelung macht. Ich glaube, das wäre richtig. Insgesamt jetzt von den Themen her ist Nachhaltigkeit natürlich ein Thema, was uns ganz besonders betrifft in der Immobilienbranche. Wir, das haben wir schon 100-mal gesagt, wir sind einer der Hauptverbrauchenden, und die Nutzer verbrauchen ja auch in unseren Immobilien. Also nicht nur bei der Erstellung der Immobilie, sondern es kommt ja auch darauf an, dass wir unsere Nutzer schulen, dass die mit den Ressourcen in unseren Immobilien sorgfältig umgehen. Da haben wir eine Verpflichtung, die wir aus meiner Sicht im Moment noch nicht so ernst nehmen. Und das muss man auch sagen. Wir haben bei uns in der Zech-Gruppe zum Beispiel ja auch ein Holzhybrid-Bauunternehmen. Und wenn man mit den Kollegen spricht, dann ist es schon erstmal so super, perfekt, das wollen wir machen, das liest sich toll, das verkauft sich toll. Wenn es dann an die Kalkulation geht, dann ist der ein oder andere dann doch wieder abgesprungen und hat gesagt, ah ja gut, das wusste ich jetzt aber nicht, dass das teurer ist. Und es ist ja ganz häufig so, dass Investitionen in die Zukunft zunächst mal etwas mehr kosten und dann aber meinetwegen über günstigere Nebenkosten oder längere Restnutzungsdauern oder über höhere Mieten oder höhere Zuschüsse, dass es sich am Ende dann trotzdem lohnt und rechnet.
aber dass man zunächst mal investieren muss. Und da, jetzt bin ja auch Leiter des Arbeitskreises Impact Investing in Real Estate, ich stelle fest, dass es eine breite Zustimmung gibt, dass wir auch positive Wirkung durch Immobilien erzielen wollen. Wenn es auf die Frage geht, wer macht's und wer zahlt dafür, dann ist es im Moment noch schwierig. Liegt auch daran, dass bei uns die Kette ja so zersiedelt ist. Es gibt dann den Eigentümer, es gibt den Mieter, es gibt den Nutzer, es gibt den Projektentwickler. Es gibt so ganz viele Protagonisten, die nicht zwangsläufig gleich verzielt sind und die in den gleichen wirtschaftlichen Topf arbeiten. Dann gibt es die Asset Manager, die treuhänderisch Gelder verwalten. Und auch da kann man sich ja nicht anmaßen zu sagen, ich gebe jetzt dein Geld aus für Nachhaltigkeit oder für Holzhybridbau, sondern im Prinzip müsste man die Anleger fragen. Das geht im Retail-Bereich gar nicht. Das heißt, da muss man es für die treuhänderisch entscheiden. Bei den Institutionellen kann man es machen und da ist es aber häufiger dann auch so, dass es ein Kostenthema ist und am Ende dann doch heißt, ach, das machen wir vielleicht dann beim nächsten Mal. Ein boomender Markt ist auch das Geschäft mit der freiwilligen Klimakompensation. Also Unternehmen mit hohen Emissionen bezahlen für Klimaschutzmaßnahmen in Afrika, Asien oder Südamerika, zum Beispiel für das Pflanzen von Bäumen oder Solaranlagen in Dörfern. Die damit erreichte CO2-Minderung wird in Form von Zertifikaten verbrieft und dem Unternehmen, das dafür bezahlt, gutgeschrieben. Man kann also zumindest rechnerisch seine Emissionen senken. Du sagtest das eben, die Bauindustrie produziert mehr CO2 als der globale Flugverkehr zum Beispiel. Was hältst du denn von diesen Zertifikaten? Also insgesamt muss man sich ja fragen, das ist beim Impact ja auch so, was ist denn eigentlich eine faire Rendite? Und wenn eine Rendite erzielt wird dadurch, dass Ressourcen endgültig verbraucht werden, dann müsste man das ja eigentlich auch mit in Betracht ziehen. Und wenn wir sagen, dass die Schädigung unserer Umwelt dazu führt, dass wir einen langfristigen, nachhaltig, vielleicht ewigen Schaden anrichten, dann müsste man aus meiner Sicht den auch kompensieren. Und die Regelung bis 2015, des Pariser Abkommen, sieht es ja auch vor. Das ist aber noch sehr, sehr lange hin. Viele sagen ja, dass wir jetzt die nächsten 10 Jahre die entscheidenden Weichen stellen müssen, um unsere Umwelt zu retten. Und wenn man sich die Erderwärmung anguckt, ist es ja erschreckend, was da inzwischen alles an Gletschern wegfällt und an Eisflächen wegfällt. Ob das jetzt das richtige Instrument ist, da bin ich wieder im Zweifel, wenn es nur national ist und wenn es nicht international ist. Du hast jetzt gesagt, dass wir für mehr CO2-Ausstoß verantwortlich sind als die Flugindustrie zum Beispiel. Das ist im Moment jetzt wahrscheinlich erst recht noch nicht schwierig, weil fliegen ja auch nicht so viele. Aber wenn du dir mal anguckst, wie die Verschmutzung von China ist im Vergleich zu Deutschland oder den USA oder sag mal im Vergleich zu Europa, dann sieht man auch da, wir müssen das alle zusammen machen. Ich finde, das macht einfach keinen Sinn. Das ist unsere Erde und da haben wir alle gemeinsam die Verpflichtung. Und ich habe vorhin gesagt, ich mag diese Gleichmacherei nicht. Ich bin auf der anderen Seite aber auch jemand, ich mag es nicht, wenn Dinge grob ungerecht sind und wenn es dann dem einen sozusagen nützt, dass der andere darauf verzichtet. Das ist halt nicht okay. Und die USA zum Beispiel haben sich jedenfalls jetzt unter Trump die letzten Jahre erhebliche Wettbewerbsvorteile sozusagen auf Kosten anderer erschlichen. Und das finde ich natürlich auch nicht okay. Ja, diese Zertifikate, das ist schon ein internationales Thema. Ich sehe da das Problem der Intransparenz. Also es ist ein ziemlich unregulierter Markt zum einen. Also wer will, kann sich zu Spottpreisen mit Zertifikaten eindecken. Also gibt es welche, die für eine Tonne CO2 in Afrika und Südamerika verbrieft werden, also für 1 Euro, während das in der EU, da ist es ziemlich reguliert. Da gibt es ein Emissionshandelssystem, da kostet eine Tonne 25 Euro. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Aber die Frage ist eben, kann man sich als Unternehmen deshalb als klimaneutral hinstellen, wenn man Klimaschutzprojekte unterstützt, was natürlich sehr löblich ist, dass man Klimaschutzprojekte unterstützt. Aber Thema Greenwashing, ne? Man sagt also, man kauft unglaublich viele dieser Zertifikate und verbraucht aber genauso viele Emissionen im eigenen Unternehmen wie vorher und verkauft sich damit, stellt sich damit als klimaneutral hin. Da muss man unheimlich aufpassen, dass das nicht ein Marketingthema wird. Und deshalb denke ich, dass die Branche gut dran tut, unsere, also viele Unternehmen, aber auch unsere Branche, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit
wirklich ernsthaft zu beschäftigen. Also man sieht ja jetzt, dass immer mehr so Head of Sustainability eingestellt wird, eine Head of Sustainability. Habt ihr schon so eine Position implementiert oder denkt ihr darüber nach, jemand, der die Fäden zusammenhält? ESG und all diese Themen, die zusammenkommen. In der Commerz-Real habe ich natürlich eine Head of Sustainability eingestellt. Das macht auch Sinn. In der Zech-Gruppe, dann sind wir wieder beim Thema, die Partnerunternehmen haben die unternehmerische Freiheit, das selber zu tun. Und wir machen es nicht gruppenweit, weil das letztendlich auch keinen Sinn macht. Das muss auf Partnerunternehmensebene gemacht werden. Und da gibt es sehr, sehr viel. Und die jetzt der Kurzecht zum Beispiel fühlt sich diesen Themen auch sehr, sehr verpflichtet, hat auch drei noch relativ junge Kinder, Anfang 20, die das auch einfordern. Und da gibt es eine große Verantwortung. Und alles, was heute in der Bauindustrie an Nachhaltigkeit an neuen Technologien eingesetzt werden kann, hat er versucht rein zu investieren, Gesellschaften zu kaufen, in die Gruppe zu integrieren, in unsere Prozessabläufe zu integrieren. Also da gibt es ein großes Bewusstsein. Aber also ich will das nicht abtun, überhaupt nicht. Jeder Schritt ist richtig, aber am Ende kommt es, glaube ich, doch darauf an, im Zweifelsfall nichts zu verbrauchen oder sozusagen den Schaden nicht anzurichten und nicht zu sagen, ich verdrecke zwar die Umwelt, aber ich habe mir jetzt halt günstig diese Zertifikate gekauft und jetzt bin ich halt doch irgendwie, das macht am Ende aus meiner Sicht trotzdem nicht so viel Sinn. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir die Haltung geändert bekommen. Aber meine Sorge ist aktuell, dass diese Themen alle durch Corona mal wieder in den Hintergrund getreten sind, weil jetzt viele kämpfen sozusagen, ohne das jetzt zu dramatisieren, aber kämpfen sozusagen ums Überleben. Und dann stellen wir fest, dass sozusagen das Thema Nachhaltigkeit, also was passiert die nächsten 10 Jahre, die nächsten 30 Jahre, die nächsten 50 Jahre, jetzt erstmal in den Hintergrund tritt, weil die Leute sagen, ich muss jetzt erstmal kurz sehen, dass ich die nächsten 6 Monate überlebe. Kommen wir zu einem anderen Thema, Andreas. Aufgrund der Not im Retail stehen nun, ich sage mal, endlich unsere urbanen Räume, das ULI-Urthema im Fokus. Rauf und runter werden Konzepte zur Rettung der Innenstädte diskutiert, deren Handel es ja vorwiegend war, der die Einkaufsstraßen mit ihren Monostrukturen zur Austauschbarkeit verdammt hat. Wie würdest du vorgehen, um dieses Problem zu lösen? Vor allem aber, wer sind die wesentlichen Akteure, hier einen positiven Wandel herbeizuführen? Ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges und irgendwie auch trauriges Thema. Ich bin jetzt Jahrgang 1972. Ich bin mit vollen Einkaufsstraßen aufgewachsen und zwar jetzt nicht nur in der Hamburger Innenstadt, sondern selbst im kleinen beschaulichen Rissen, in dem ich gewohnt habe, da gab es einen Ortskern und da konnte man auch alles kaufen und konnte shoppen. Wenn man sich jetzt diese Kleinstmärkte anguckt, dann kann da praktisch konnte ja ehrlich gesagt schon vor Corona kaum jemand überleben und vielen hat Corona jetzt dann den Rest gegeben. Das erste Problem ist natürlich die Eigentümerstruktur und die Mietstruktur. Ich sag mal, wenn ein Geschäft in der Innenstadt keine Miete kosten würde, dann könnten Retailer da im Zweifelsfall auch noch ihre Waren anbieten, weil dann würdest du vermutlich so viel Gewinn erzielen, dass es sich noch lohnt. Aber wir haben natürlich Eigentümer, die sagen, wieso sollte ich jetzt meine Fläche kostenlos zur Verfügung stellen? Was wir jetzt ja sehen, ist, dass es die ein oder andere Stadt oder Kommune schon gibt, die anfängt, Objekte in den Einkaufsstraßen zu kaufen, eben Kaufhof, Karstadt-Gebäude, die sie dann versuchen, einer Nutzung zuzuführen, die auch Footfall generiert für die anderen. Jones Lang hatte ja letztens in einer Studie von diesen Mini-Urban Centers gesprochen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Arbeiten tun die Leute ja schon noch. Und sagen wir jetzt, eine Stadt wie Wiesbaden zum Beispiel hat eine Einkaufsstraße, wo aber praktisch überhaupt kein Büro ist, hat auch keine Hochhaussatzung. Das heißt, die Gebäude sind auch nur ein paar Stock hoch. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn du anfangen würdest, die Bebauungspläne zu ändern und vielleicht zu sagen, ich nehme ein paar Bürotürme direkt in die Innenstadt, dann hast du durch die Arbeitenden schon mal einen natürlichen Footfall und dann können sich da vielleicht auch wieder Geschäfte ansiedeln. Aber so für die reine Retail, für die Boutique oder für, weiß ich nicht, kleine Läden, die es früher gab, kommen viele Leute heute nicht mehr in die Innenstädte. Das muss man
leider sagen. Essen funktioniert natürlich noch, aber es muss halt mehr sein. Wenn man sich dann fragt, wer kann sich drum kümmern, dann ist es in Shoppingcentern so, dass der Eigentümer des Shoppingcenters mit dem Centerbetreiber zusammensitzt und die dann schon versuchen, ein Gesamtkonzept zu machen. Das gibt es in diesen Einkaufsstraßen, wo 100 Leuten die Geschäfte gehören, halt auch nicht. Da plant jeder sein Geschäft noch individuell und sagt, das ist hier meine Sache. Da gibt es in den wenigsten Straßen echte Gemeinschaften, die sagen, lasst uns mal ein Gesamtkonzept überlegen, lasst uns mal gucken, wie sind hier die Laufwege, wie sollten wir die Geschäfte ansiedeln. Passiert halt alles nicht, muss aber passieren. Ja, ich finde, Städte sind ja nicht aus Beton, sondern aus Fleisch und Blut gemacht. Also wir müssen ja Menschen verführen, in die Städte zu kommen. Absolut, und dort eine Aufenthaltsqualität zu generieren. Und ja, also es gibt tolle Konzepte, diese 15-Minute-Cities, das finde ich ganz interessant, dass man alles in diesen 15-Minuten-Radius zu Fuß machen kann, alles walkable distance. Aber ich glaube, eine Stadt braucht ein Zentrum. Ein Downtown, also Zentralität, denn du willst ja auch nicht immer nur dieselben Leute in deiner 15-Minute-Zone treffen, du möchtest ja das, was so spannend ist, wenn du in die Innenstadt gehst, du möchtest andere Menschen sehen, treffen und das Thema Zentralität und wie schaffen wir das, dort die Attraktivität wieder herzubekommen, das ist eine Riesenherausforderung und es ist klar, Corona hat das Brennglas darauf gesetzt und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja Kölnerin und für mich war die Hohe Straße, die Schildergasse, das waren für mich nie attraktive Straßen. Da gehst du durch, wenn du ein bestimmtes Geschäft möglicherweise anzielst, aber du hältst dich da ja nicht auf. Und das ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber, genau das ist auch die Veränderung, die wir machen müssen. Vom Kunden her denken, was muss ich anbieten in diesen Städten, in diesen Zentren, dass die Menschen wieder kommen? Was brauchen die? Und jetzt Amazon zum Beispiel sagt ja obsessed about customers. Die machen nichts anderes, als sich zu überlegen, was will der Kunde? Gar nicht mal unbedingt, weil sie den Kunden so lieben, sondern eher halt einfach, weil das deren Geschäftsmodell ist, weil sie verstehen, sie sind nur dann erfolgreich, wenn der Kunde super zufrieden ist. Und dahin müssten wir auch kommen. Amazon versucht jetzt ja auch unterschiedliche Piloten aus in Städten, um auch sozusagen wieder stationären Handel zu machen. Diese 4-Star-Geschäfte, alles was mindestens eine 4-Star-Bewertung hat, ist dann in diesen, oder die Top-Seller sind in diesen Geschäften. Das sind die Dinge, die im Netz am meisten gekauft werden. Die würden im Zweifelsfall dann in einer Straße auch am meisten gekauft. Und dazu geht man dann vielleicht auch hin. Ich glaube, Kleidungsgeschichten, vielfach mag man Kleidung schon gerne nochmal anfassen und anziehen. Das reine, es wird mir nach Hause geschickt, ist eigentlich nicht so schön. Aber brauche ich 400 unterschiedliche Geschäfte oder ist es nicht eher ein Logistikthema und so wie diese Outfitters oder so, die einfach schon Outfits zusammenstellen und kannst du halt die Jacke, die Hose, die Schuhe und alles in einem Laden anprobieren. Das müsste ja eigentlich so sein, dass du nicht wir haben mal untersucht in einem unserer Shoppingcenter mit über 400 Shops, wie viele Shops besucht denn ein Kunde, wenn er in dieses Shoppingcenter geht? Von diesen 420 Shops waren das 2,7. Das ist natürlich Wahnsinn. Wenn man aber die Logistik anders organisieren würde in so einem Shoppingcenter, dann würde der natürlich viel mehr machen, ist aber nur zu faul, da kilometerlang durch dieses Center zu laufen. Mhm. Und dieses vom Kunden her denken, die Logistik besser organisieren, das wird die Herausforderung sein. Und dann gibt es halt diese Dinge wie Essen zum Beispiel, das tun die Menschen weiterhin sehr, sehr gerne. Das zieht ja auch. Aber man kann natürlich auch nicht nur Restaurants machen, das wird dann auch nicht funktionieren. Ja, es muss ein Mix sein. Es muss ein Mix sein aus Retail, aus Office, aus Wohnen, ja, aus Restaurant, aus Kultur und auch vielleicht aus Verwaltung. Also dieses wirklich ein Quartier in der Innenstadt zu schaffen, in dem die Menschen sich wahnsinnig gerne bewegen, weil sie ein Erlebnis haben. Und so offline, es braucht unglaublich gute Offline-Konzepte. Ja, aber das sind genau diese Mini-Urban-Center. Ja. Und das heißt aber auch, dass wir aufhören müssen, die Immobilien nur individuell zu betrachten, ja, sondern wir müssen unsere Immobilie als Teil eines Quartiers, einer Urbanisation verstehen und müssen
die Immobilie breiter denken. Und man muss eigentlich ja auch nicht jedes Hochhaus so planen, als ob es das einzige Hochhaus der Welt ist, sondern auch da könnte man ja über ein Sharing nachdenken, über viel mehr Effizienzen. Mhm. Und es ist halt die Frage, weil das hast du ja eingangs gefragt, wer kümmert sich drum? Es ist halt wieder so, unsere Stakeholder-Map ist so breit, wir haben so viele unterschiedliche Menschen und das macht es halt in der Immobilienbranche so schwer, die zusammenzubringen. Und wie gesagt, da der Politik die Immobilien nicht gehören, ist es auch nicht mal so, dass die Politik wirklich eingreifen kann. Mhm. Aber ein bisschen steuern könnte sie schon. Und guck mal, wir sitzen jetzt hier bei mir im Office vor dem Regal. Es sind Bücher en masse, Reports en masse zum Thema Quartier, was das ULI schon vor sehr, sehr vielen Jahren erarbeitet hat. Und dieser Gedanke, der sich jetzt dann durchsetzen muss, wie gestalten wir ein lebenswertes Quartier, und zwar auch im Center. Also wir haben jetzt gesprochen über die Herausforderungen in unseren Innenstädten, über die Nachhaltigkeit, dann haben wir noch das Thema Digitalisierung. Also ich finde, unsere Branche hat ein paar ganz schön dicke Bretter zu bohren aktuell. Siehst du sie gut aufgestellt dafür? Oder was ist das, was die Verantwortlichen in unserer Branche jetzt an Skills zeigen müssen, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden? Also Digitalisierung hat ja ganz viele Veränderungen mit sich gebracht. Und ich glaube, eine wesentliche Veränderung ist die Transparenz, die dadurch entstanden ist. Also früher haben wir einen Urlaub gebucht und wir haben irgendwie einen Katalog gehabt und haben uns ein Bild angeguckt und sind hingefahren und haben irgendwie gehofft, dass es so aussieht wie in dem Katalog. Und wenn es nicht so war, dann haben wir uns geärgert und wenn es so war, haben wir uns gefreut. Das passiert uns ja heute nicht mehr, weil es ist alles so transparent, dass man über Bewertungen und über unendlich viele sonstige Reports im Internet so recherchieren kann, dass die Trefferquote, ein schönes Hotel zu finden, sehr, sehr hoch ist. Wenn man das mal überträgt auf die Immobilienbranche, dann würde Digitalisierung ja auch erstmal zu mehr Transparenz führen im Idealfall und damit die Qualität auch verbessern, die Preise oder die Preisfindung verbessern, Multiples transparenter machen, Mietgesuche transparenter machen. So, aber all diese Dinge passieren nicht so gerne, weil auch da sehen wir halt wieder, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, die natürlich auch sehr, sehr viel Geld mit Intransparenz verdienen, mit diesen Daten verdienen. Und natürlich müssen wir mehr digitalisieren, aber auch da ist es so, dass wir versucht haben, in den letzten Jahren Initiativen zusammenzubringen. Viele der Unternehmen haben ja für sich festgestellt, wir wollen Dinge verändern in unserer Datenverarbeitung. In Exposés zum Beispiel ist so ein beliebtes Thema, du kriegst irgendwie 3000 Exposés im Jahr, bis du die dann irgendwie ordentlich dokumentiert hast, Vorbefassung, gehörte mir das Gebäude vielleicht vorher schon mal, passt das in meine Investmentstrategie, das dauert so wahnsinnig viel Zeit und kostet unheimlich viel Opportunitätskosten und ist eigentlich nur ein Datenthema, hat mit menschlicher Intelligenz erstmal noch gar nichts zu tun, das ist eine reine Auswertung und trotzdem verbringt man sehr, sehr viel Zeit damit. Mietermanagement, Nebenkostenabrechnung, was sind alles so Sachen, Facility Management, Property Management, Asset Management, alles Dinge, die könnten durch Digitalisierung aus meiner Sicht sehr, sehr viel besser werden. Die Lampe im Fahrstuhl könnte eigentlich selber melden, dass sie kaputt ist. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt einen Facility Manager und dann hast du eine Plattform, auf der sind zertifizierte Handwerker, die sagen, ich fahre kurz vorbei und ich wechsle diese Lampe aus. Dafür brauchst du ja keine Menschen. Aber wir haben natürlich in all diesen Bereichen unheimlich viele, man sagt ja, glaube ich, in unserer Branche insgesamt sind über 8 Millionen Menschen beschäftigt. Und das sieht man halt auch, dass Digitalisierung viel Arbeitskräfte verlagert hat jedenfalls mal und auch Arbeitsplätze weggefallen sind. Und ja, ich erkenne im Moment noch nicht, dass da so der eine ist, der sich aufgesprungen hat. Wir haben sehr, sehr viele PropTechs die letzten Jahre gesehen, weil alle in der Branche auch so viel Geld hatten, dass sie gesagt haben, boah, ist auch cool, lass uns mal ein bisschen PropTech machen, mal hier investieren, da investieren. Jetzt so nach 12 Monaten Corona kommt es so zum Schwur. Wer ist noch da? Wer hat auch Shareholder, die bereit sind, weiter zu investieren? Finden wir die Geschäftsmodelle immer noch so cool und wichtig? Glauben wir immer noch, dass es wert ist, da rein zu investieren? Oder ist jetzt auf einmal doch wieder, oje, oje, in meinem Portfolio habe ich jetzt ganz andere Baustellen, um die muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Aber grundsätzlich, es wird kommen, es wird viel besser, wenn wir sehen, schon alleine das Homeoffice, das virtuelle Arbeiten, die letzten 12 Monate einen Riesenschub bei allen gegeben. Die Immobilienbranche war ja, glaube ich, auch so wahrscheinlich die reisefreudigste, die man hatte, für jeden Termin, mal kurz nach Berlin geflogen, mal kurz nach München.
München geflogen, mal kurz nach dahin und dahin. Schon das alleine ist ja dann, wenn man mal Corona was Gutes abgewinnen möchte, ein Segen, dass wir jetzt feststellen, nicht jeder Termin ist es wert, dass man einmal kurz nach Hamburg fliegt und dann nach Dings, und vielleicht überdenken wir auch nochmal unsere Messeformate und die Reisetätigkeit da und so. Also ich bin zuversichtlich, dass es kommt, aber es kommt langsamer, als wir gedacht haben. Zum Schluss, lieber Andreas, meine klassische Gretchenfrage. Wie hältst du es mit dem Fußball? Ich bin jetzt Bayern, ich bin immer noch kein Bayern-Fan, ich bin jetzt natürlich Bremen-Fan, ich bin aber eigentlich als Hamburger natürlich HSV-Fan. Das ist im Moment ja auch überhaupt kein Problem, der HSV ist ja in der zweiten Liga, Bremen ist in der ersten Liga. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr in der gleichen Liga spielen, und ich hoffe auch, dass es nicht die zweite sein wird. Das ist auch mal eine klare Antwort. Wie wird man denn, wenn man auf einmal zu Fan eines Vereins, nur weil man in Anführungsstrichen nur in dieser Stadt jetzt sehr aktiv ist? Bremen liebt Werder. Das ist überall zu spüren. Das ist ein Teil des Selbstbewusstseins der Stadt. Und das rührt mich eigentlich. Und deshalb, wenn ich jetzt Bundesliga gucke und Bremen spielt, dann stelle ich fest, dass ich mich unheimlich freue, wenn die gewinnen, weil ich weiß, was das in der Stadt anrichtet. Und Bremen hat früher ja viel mit Werften, mit Reedereien und viel Schifffahrt gehabt. Das war die letzten Jahrzehnte schwierig. Das ist auch eine Stadt, die sich strukturell verändern musste, und Werder war aber immer da. Und ja, ich trage jetzt Werder Bremen auf jeden Fall auch schon ein bisschen in meinem Herzen. Aber ich bin von Haus aus natürlich seit jeher HSV-Fan, und im Moment haben wir ja eine ganz gute Phase, wenn auch in der zweiten Liga leider, aber das ändert sich hoffentlich dann nächstes Jahr. Warum ich mich übrigens vor 2 Jahren, als wir diesen Podcast dann mal anfingen irgendwie zu planen, oder 1,5 Jahren, für diese Fußballfrage entschieden habe, ist nicht nur, weil ich selbst Fußballfan bin und auch in so einer fußballbekloppten Kölner Familie groß geworden bin und das Leid auch kenne, Leid und Freude immer nah beieinander liegen, sondern weil dieses Thema Fußball für jede Stadt wirklich extrem wichtig ist. Es ist ein Identitätsthema. Und die Menschen, was du gerade beschrieben hast, ist genau der Punkt. Es ist schön zu sehen, dass die Leute sich so für einen Verein begeistern und so ein Stadion in der Stadt. Das ist natürlich aus immobilienwirtschaftlichem Aspekt dann auch immer ein Thema, finde ich. Es gehört das eben zu den Städten dazu. So, und wenn du nicht arbeitest und dich nicht für Fußball begeisterst und deine Familie außen vor lässt oder auch nicht, Musik. Das habe ich jetzt dazugefügt. Das habe ich jetzt erstmal mit der Sandra, im Podcast mit der Sandra gemacht, meinen letzten Podcast. Was hörst du denn für Musik? Also ich bin ein absoluter Spotify-Jünger. Ich finde, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ich habe häufig so Impulse, boah, das Lied würde ich gerne mal wieder hören. Und dann tippst du es auf Spotify ein und hörst es. Das ist unglaublich. Deshalb ist es jetzt nicht mehr, ich bin mich früher gefragt, da hätte ich gesagt, ich bin Depeche Mode-Fan. Das war das zweite Konzert. Mein erstes Konzert war Nena-Tour 1982. Aber ich höre ansonsten wirklich im Moment immer noch das, was so angeboten wird an aktueller Musik. Jetzt aber nicht das, was unsere Kinder hören. Die hören ja diese, will das jetzt gar nicht werten, aber da merkt man schon, die hören eine Musik, die ich jetzt zum Beispiel nicht mehr höre. Und die Playlist meiner Jungs kann ich maximal 10 Minuten ertragen. Also ich bin eher so, ich bin HR3-Hörer, und das, was da angeboten wird, das sieht man üblicherweise dann auch in meiner Playlist irgendwann. Sag mir ein Lied spontan. Blinding Lights höre ich immer noch sehr, sehr gerne. Auf meiner Beerdigung soll Forever Young gespielt werden. Boah, was ein Aspekt. Übrigens, ja, ich habe aber auch so ein Lied. Das ist mein Lieblingslied. Das verfolgt mich mein ganzes Leben, von Alphaville. Und ich habe zu meiner Familie gesagt, wenn ich mal sterben sollte, möchte ich das bitte auf meiner Beerdigung gespielt haben. Das ist ja witzig. Ich habe ja auch so ein Lied. Also, und erzähl. Das ist auf meiner Beerdigung soll gespielt werden. Green Eyes von Erykah Badu. Das ist so ein Lied, das habe ich, glaube ich, Oh Gottes Willen. Das ist jetzt ja mein vorletzter Podcast, aber dann wäre es dann wahrscheinlich auch der allerletzte, jetzt schon. Ja, also jetzt gehen wir mal von Beerdigung wieder zurück. Lieber Andreas, ins Hier und Jetzt. Ich bedanke mich für das Gespräch, hat mir total viel Spaß gemacht. Schön, dass du auch hier hingekommen bist. Du hast eben gesagt, wir sitzen hier unter Laborbedingungen. Das wird das Foto ja auch zeigen, das wir jetzt gemacht haben. Und ich wünsche dir viel Erfolg in Bremen mit der Zech Group und alles Gute, Gesundheit. Danke sehr für die Einladung. Danke. Ja, danke. Das Gleiche für dich. Viel Erfolg bei Jones Lang. Danke. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gebracht. Danke dir. Danke.
show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much.